Zurück aus Amsterdam und Den Haag gibt es heute von mir meine Antworten auf eure Fragen. Bevor ich anfange, möchte ich euch ein ganz dickes Dankeschön senden. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mir Fragen geschrieben habt, denn wenn man da so eine Aufforderung ins Internet wirft, ist natürlich immer die Befürchtung, oh Gott, hoffentlich sieht es überhaupt irgendjemand. Hoffentlich stellt überhaupt jemand eine Frage. Aber ihr habt wirklich auch tolle Fragen gestellt. Sehr schön, da habe ich mich super gefreut und ich würde sagen, wir fangen an. Die erste Frage kam von Lisa 159. Hallo, du hast mich gefragt, ob ich eher Minimalistin oder Sammlerin bin. Als minimalistisch würde ich mich eher nicht bezeichnen. Ich kann zwar ganz gut ausräumen, aber ich neige doch dazu, vor allem, weil ich gerne reise, ein bisschen was zusammenzusammeln, sei es Schmuck, sei es Kosmetik. Ja, da muss ich regelmäßig ausmisten, damit das nicht in einem riesigen Chaos endet. Also ich würde sagen, eher Sammlerin. Ja. Die zweite Frage kommt von Nathaliechen. Sie fragt mich, welches mein liebstes Essen ist. Pizza, Pasta und Pommes kann ich für diese Frage von meiner Antwortliste streichen, denn ich habe vor kurzem oder mittlerweile doch schon vor etwas längerer Zeit eine Ernährungsumstellung vorgenommen und da gehören diese Gerichte nicht mehr auf meine Speisekarte. Ich versuche jetzt vor allem mehr auf meinen Körper zu hören, das heißt, ich habe nicht mehr ein einziges spezielles Lieblingsgericht, aber im Moment esse ich sehr gerne Fisch, mein Körper braucht den anscheinend gerade. Und da vor allem Lachs mit einem selbstgemachten Basilikumpesto. Oh, da könnte ich mich im Moment wirklich reinlegen. Die dritte Frage kommt von Julia 96. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Das ist eine gute Frage, auf die ich als bezeichnete Modebloggerin wohl eine sehr konkrete Antwort haben sollte. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist eigentlich, ich liebe Muster. Und wenn ich einkaufen gehe, laufe ich immer als erstes schnurstracks geradeaus auf die Stücke mit vielen Muster zu. Ich kombiniere Muster super gerne auch vielleicht ein bisschen anstößig, ist nicht das richtige Wort. Manchmal so, dass es vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchtend ist, diese Muster zu kombinieren. Aber ich mag auch sehr gerne mädchenhafte Teile mit Spitze. Ansonsten bin ich ziemlich frei. Liski schreibt, mich würde dein Lieblingsort interessieren. Einen ganz speziellen Lieblingsort habe ich noch nicht gefunden. Es gab viele Fleckchen, die ich entdeckt habe, wo ich dachte, ist das schön hier? Und ich glaube, diese hatten alle gemeinsam, dass sie am Meer lagen. Ich bin ein absolutes Meerkind und wenn mir wie vorgestern in Amsterdam, in Den Haag am Meer der Wind um die Nase weht, dann bin ich einfach glücklich. Ich mag das Meer. Das ist mein Lieblingsort. Egal ob Ostsee, Nordsee, Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean. Gib mir Meer und ich bin glücklich. Julie Sophie, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, hat mir gleich einen ganzen Haufen an Fragen geschickt. Ich pick mir da jetzt einfach mal ein paar raus. Die erste Frage lautete, worüber würdest du gerne mehr wissen? Ich glaube, da ihr jetzt wisst, dass ich sehr gerne reise, ist meine Antwort eigentlich sehr naheliegend. Ich interessiere mich sehr dafür oder würde gerne noch viel mehr darüber wissen, wie es ist, in anderen Ländern zu leben. Wie das Wetter, wie das Klima und die Religion oder was auch immer einfach das Leben der Menschen in anderen Ländern beeinflusst und wie es sich unterscheidet von dem, wie wir es hier in Europa oder in Deutschland haben. Wobei ich glaube, ich das tatsächlich auf Deutschland einschränken muss, weil schon bei unseren Nachbarn Frankreich oder Polen, denke ich, ist es schon in einigen Punkten unterschiedlich von dem, verschieden von dem, wie sie in Deutschland ist. Das finde ich super interessant und bin immer bereit zu probieren und ja, es mir einfach anzuschauen und zu sagen, das kann man ja mal übernehmen, lernen, ausprobieren oder das ist auch eine Variante, wie man leben kann, vielleicht auch einfach nur. Die zweite Frage von Julie Sophie fand ich sehr lustig. Sie hat mich gefragt, welche Superkraft ich wählen würde. Gedanken lesen oder fliegen. Ich finde, beide Superkräfte hören sich sehr verführerisch an, wobei ich relativ schnell dazu gekommen bin, Gedanken lesen. Ich glaube, das ist anstrengend. Das ist zum einen anstrengend und sicherlich an einigen Stellen auch ziemlich enttäuschend, weil man auf einmal feststellt, was die Leute tatsächlich denken, während sie etwas anderes sagen. Deswegen würde ich mich für die Fun-Superkraft entscheiden. Fliegen! Ja,
hängt wieder mit dem Reisen zusammen. Ich könnte überall hinfliegen, wo ich wollte, ohne in ein stinkiges, viel zu enges Flugzeug steigen zu müssen. Viele von euch interessiert auch, wie ich zum YouTuben gekommen bin, wie ich mich dazu motiviere, neue Videos zu drehen, wie der Alltag als Bloggerin, Vloggerin, YouTuberin oder was auch immer aussieht und was ich tatsächlich arbeite. Ich packe das jetzt mal alles so ein bisschen zusammen vielleicht, für all diejenigen, die noch neu sind auf meinem Kanal. Hallo, herzlich willkommen! Wo fange ich da an? Mein Beruf ist tatsächlich Bloggerin und YouTuberin, wobei YouTube noch den Fun-Teil einnimmt. Damit verdiene ich kein Geld. Das mache ich einfach nur, weil es mir Spaß macht und ich gerne mit euch in Verbindung stehe und ja, drehen, schneiden, all das, was mit YouTube zu tun hat, mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Als Bloggerin hat man eigentlich keinen festen Arbeitsalltag, dass man jetzt so sagt, boah, um 8 Uhr sitze ich am Schreibtisch und um 20 Uhr mache ich Feierabend oder so. Das ist immer anders. Natürlich hat man feste Termine in der Woche, an denen Beiträge online gehen sollen. Das heißt, diese müssen vorbereitet werden, es müssen Bilder gemacht werden, Texte geschrieben, Ideen gesammelt werden. Aber ansonsten ist die Woche sehr flexibel und eigentlich auch von Woche zu Woche unterschiedlich. Das heißt, es kommen verschiedene Termine rein, wie Einladungen zu Veranstaltungen oder man macht Projekte mit anderen Bloggern oder Video-YouTube-Menschen zusammen. Networking ist auch ein großer Teil, das heißt, sich mit Freunden treffen und Kaffee trinken. Was ja jetzt nicht so schlecht ist. Einen richtigen Arbeitsalltag, sodass man irgendeinen Ablauf hat, den man wirklich jeden Tag macht, gibt es nicht. Aber ich versuche schon, meine Woche ein bisschen zu strukturieren, um Projekte rechtzeitig zu beenden. Oder auch, wenn man Sachen hat, die längerwierig sind, das heißt irgendeine Serie oder sowas, das muss natürlich schon irgendwie geplant und in den Rahmen gepackt werden und bestimmte Deadlines einhalten. Wollt ihr euren Blog professionell betreiben, dann ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, was auch einen guten Blog für mich auszeichnet, dass ihr als allererstes Spaß an der Sache habt und euch diesen auch behaltet, obwohl, wenn ihr es professionell machen wollt, es mit sehr, sehr viel Arbeit und teilweise auch Stress verbunden ist. Ihr müsst einfach, oder was heißt müsst ihr nicht, aber ich lese einen Blog gerne, wenn der eine bestimmte Freude, Leidenschaft, für was auch immer ausstrahlt. Es muss ja nicht unbedingt Mode sein, was euch interessiert oder was ihr raustransportieren wollt in die Welt. Es kann ja auch DIY sein oder von mir aus sowas wie Schnecken sammeln. Keine Ahnung, wenn ihr das mit viel Spaß und Freude nach draußen bringt, dann könnt ihr damit auch Leute begeistern. Also diese Begeisterung ist super wichtig. Und was sehr, 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 sehr wichtig ist, da wir leider alle abhängig sind von Google, ist Regelmäßigkeit. Also ihr solltet euch wirklich einen Plan machen, den ihr möglichst immer einhaltet, wann ihr Blogposts macht. Nehmt euch nicht zu viel vor, sagt am Anfang vielleicht sogar nur 2, dafür aber wirklich gute Blogposts in der Woche oder 2 wirklich gute Videos in der Woche und dann sollte das eigentlich gut gehen und Organisation ist halt eine Sache, die sehr wichtig ist, wenn ihr es professionell machen wollt. Denn wie gesagt, eine Woche sieht nicht immer gleich aus. Im Gegenteil, der Tagesablauf ist eigentlich jeden Tag anders und jeden Tag eine neue Herausforderung. All eure Fragen kann ich leider in diesem Video nicht beantworten. Es tut mir furchtbar leid. Ich beantworte sie natürlich in den Kommentaren unter dem Video, wo ihr sie gestellt habt. Und ich verlinke euch nochmal den Small YouTuber Tag. Da erfahrt ihr nämlich auch noch ein bisschen was über mich. Für alle, die, wie gesagt, die neu sind. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag und wir sehen uns schon am Donnerstag wieder. Tschüss!